Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Vortex. Ja, Leute, sorry, Musik ist ein bisschen laut hier, glaube ich, aber ich hoffe, man kann mich hören. Es gab ein Patch, es wurde einiges gefixt, getan, es wurde neue Sachen hinzugefügt und das Problem immer an der Alpha ist, dass die Spielstände dann meistens gelöscht sind. So wie hier, das heißt, wir müssen von vorne anfangen. Finde ich aber jetzt nicht ganz so tragisch, weil so extrem viel haben wir ja auch noch nicht erreicht. Das können wir überspringen oder einen Scheiß. So viel haben wir ja auch noch nicht erreicht. Ich muss jetzt erstmal, glaube ich, die Musik ein bisschen leiser stellen. Oder? Ich glaube, das wurde auch wieder resettet. Also, ich glaube, die Einstellung, die wurde auch nicht übernommen. Ja, es gibt einiges so. Gerade auch bei den Objekten, wenn man sie dreht, wurde gefixt und ja, vieles mehr. Es ist auch ein neues Monster hinzugefügt worden und lassen wir uns überraschen, was so alles geht. Ja, der Wasserbug und so wurde gefixt. Und scheinbar hat man nämlich so viel Hunger, nämlich so viel Durst und lauter so Zeug. Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm fand. Weil man hat ja echt genug zu essen und zu trinken. Ich hoffe, man hört mich bei der lauten Musik. Nice, ich kann hier gar nicht auf die Optionen zugreifen. So, Musik weg. So, Machete. Ein Trinkerle. Ein Feuerzeug, ich habe jetzt Schluck auf. Das brauchen wir auch nicht, da steht eh nur Schrott drin. So, Leute, hier hatten wir ja unser Lager das letzte Mal. Das könnte man jetzt aber auch ein bisschen besser anders Platz. Nein, wir sind woanders jetzt. So wie es aussieht, sind wir woanders. Wir machen jetzt aber noch kein Lager. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Stuff, würde ich sagen. Oh, ich glaube an der Performance wurde auch ein bisschen was verbessert, hä? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir sind. Aber wir machen uns gleich auf jeden Fall mal Speere. Also Pflanzen gehen schon mal nicht weg, wenn wir die jetzt so hacken. Das finde ich schon mal ein bisschen schade. Oh, was haben wir denn da noch Neues? Oh, eine Falle haben wir auch. Schaut mal. Ohne Steinaxt können wir herstellen. Wow. So, da haben wir. Was ist das? Blaster Trap. You can defend your territory. This is true. Ah, okay, das ist auch eine Falle. Hier haben wir nochmal eine. Ah, mit dem Ding da können wir Gebäude und so wieder wegmachen. Fackel kennen wir bereits. Okay, aber also beim Speer hat sich schon mal einiges getan. Easy. Aber er droppt halt nichts der Dinger, gell? Ist halt schon mal ein bisschen. Oder da steht nochmal noch. Vielleicht hätten sie auch mehr Monster eingefügt. Oh. Das ist aber schnell der Kollege. Seid aber schnell damit. Also das mit dem Legge. Oh ja, und jetzt machen sie auch ein bisschen Damage. Das mit dem Legge. Oh. Was kann ich aufheben? V? What the fuck? Kann ich den auch essen? Oder kann ich mit dem Zeug was her... Uah. Herstellung? Was war da? Ein Totem kann ich da herstellen. Okay. Mit dem auch? Nein, ein Klauerhammer. What the fuck? Brauche ich auch noch Knochen? Und... Oh, Leute, ist langsam. Also eine Waffe.
So langsam wird das Spiel ja interessant. Da läuft nochmal irgendwo einer. Machen wir uns gleich nochmal eine Ladung Speere. Ja, also Trinken und Hunger und Durst geht um einiges langsamer. Also ich höre da noch was rumlaufen. Ist egal. Wir sind jetzt mal weiter. Ja, da unten tappt schon wieder noch rum. Sind das für weiße Blöcke? Oh. Das sind noch. Okay. Sollte wohl nicht so sein. Wenn sie was aus Minecraft kriegt. Eine Höhle. Da muss ich jetzt natürlich gleich mal noch. Oh, aber da nicht. Nein! Null. In der Arm, nein. Da latscht nochmal irgendwo noch rum. Komischerweise. Ah, doch jetzt. Brauchen wir aber nichts davor, oder? Haben wir eh keinen Platz mehr. Kannst nicht aufheben. Haben wir nächstes Mal mit, können sie nachher wieder raushauen. Aber die Höhle, die müssen wir jetzt mal abchecken. Die Sch- Oh, jetzt aber. Jetzt aber. Eine Giftblume. Ein Monster. Okay. Jetzt wissen wir, wie es nehmen und schossen. Oh, aber der haut gut Damage. Ich bin gleich down. So, den machen wir auch. Kloi. Es packt auch noch ein bisschen rum da. Ja, da war auch nichts anderes am Start, oder? Nicht wirklich. Ne, brauchen wir noch nichts trinken. Aber hey, Heilblume wäre mal nicht schlecht, gell? Eigentlich sollte ich. Entschuldigung. Eigentlich sollte ich eher draußen rumlaufen und so eine Heilpflanze suchen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Fahren wir da wieder der Höhleforscher machen. Der Frauenarzt. Und gibt sehr viele von denen. Oh oh. Da ist was los hier, ha? Huh? Scheint eine Sackgasse zu sein, ja. Oh oh. Leute. Oh oh. Oh oh. Boah, wie der Bass vibriert.
zu dritt. Übertreibt's nicht. Komm, Platz. Dieselben nicht. Muss ich nur ein paar Speere machen. Pack mal das Feuerzeug wieder weg. So, dann gehen wir mal in den Canyon hier. Schauen wir mal, ob es da. Ah, hier gibt es auf jeden Fall schon was zum Bauen. Natürlich, genau. Vor allem mit meiner Gesundheit mache ich jetzt so Faxe hier. Ich brauche eine Gesundheitsblume, verdammte Axt. Was liegt denn hier? Ein Stein? Wow. Was mache ich jetzt mit dem Stein? Wir können doch so Steinaxt herstellen, oder? Was ist das? Boah, das ist ein Schussapparat. Also ein automatisches Schussapparat. Nice. Haben wir einiges Neues. Ja, was mache ich jetzt mit dem Stein? Den kann ich jetzt werfen, oder wie? Das liegt da im Wasser. Ah, ein Stein. Kann ich den Stein nicht mitnehmen? Ah, ich habe keinen Platz im Inwie. Liegt es da drauf? Komm, essen wir halt was. So, und packt den Stein jetzt ein. Stein wurde aufgesammelt. Ja. Ich will jetzt aber eigentlich nicht mit dem Stein rumrennen, weil, ja, wenn ich ein Speer habe, dann werfe ich nicht mit dem Stein. Leute tot. Ich brauche eine Heilpflanze. Sonst habe ich ein bisschen ein Problem. Sonst habe ich ein bisschen eine Problematik. Also mit der Heilpflanze. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine ganz andere Map. Ein bisschen Schiss habe ich ja jetzt schon, gell? Vor allem, Leute, ich mich noch nicht euch Schwein gesichtet. Es war noch kein Schwein und kein so ein Vogel. Die haben sie vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt und dafür Monsters hoch. Monster hoch. Wenn da einer jetzt ein Wasser. Nein. Oh. Das wird ein freaky erster Part. Ich finde gar nichts. Keine Pflanze, nix. Ah, nee, das ist auch wieder eine Giftpflanze. Ich brauche so eine Gesundheitsblume. Hier. Mit ihren Steinen. Oh. Wir müssen das Inventar leeren. Giftblume war doch jetzt eh keine, oder? Das brauchen wir jetzt eh noch keine. Und da, das kann man nicht einmal essen. Ah, müsste ich vielleicht ab oder ich weiß es nicht. So, Essen haben wir ja noch. 7 Speere. Also ich brauche auf jeden Fall da nochmal so Fackel da. Die Dinger brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Wir müssen uns dann demnächst mal ein Lager bauen. Also gut, wir wissen, dass es von dem Stuff da noch genug gibt. Ich glaube, in dem Part checken wir jetzt erstmal ab, weil wie gesagt, ich will jetzt da nicht groß anfangen, ein Lager bauen. Ein Lager bauen, wenn ich Gesundheitsblume. Das ist so ein Vogel, gell? So ein komischer.
wenn ich keine Gesundheitsblume gefunden habe, weil wenn ich verreckt, dann war es für Katz. Obwohl, man könnte abspeichern sicher drin. Aber ich will auch erstmal nur einen geeigneten Platz finden. Ich habe halt null Anhaltspunkt hier, gell? Ich weiß jetzt nicht, obwohl wir können uns jetzt da an dem Planeten orientieren. Drecksviech, geht's schon wieder los? Mit Speere brauche ich nach denen gar nicht werfen, wenn sie rennen. Nee, aber es ist echt ruhiger geworden mit den Schweine. Gott sei Dank. Das hat mir schon ein bisschen gestresst, das Jahr oder so. Brauche jetzt auch keine Schweinschlachter. Kannst du eh nicht mitnehmen. Der Vorteil ist halt wirklich, dass man na, die Pflanze, dass die leuchtet im Dunkeln. Ja, und esse Hunger und Durst ist echt geil eingestellt jetzt. Aber jetzt im Dunkeln ist die Sache mit dem Zeug suchen. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus, jawohl. Jawohl, da ist eine Gesundheitsblume. Sehr schön. Ich hab schon gedacht, er schreit jetzt wieder. Oh. Und ich verreck nur kurz vor der Gesundheitsblume. Es wäre natürlich auch nichts Neues bei mir. Gesundheitsblume! Beste Blume. War das die einzigste hier? Da hinten war, könnte man noch so Kristalle ernten. Boah, sieht nachts schon geil aus, gell? Kann man echt nichts sagen. Nachts ist das schon fucking episch. Nachtsichtblume. Richtig geil. Was war da noch für ein Geräusch gerade? Ah ja. Ich weiß schon, was für ein Geräusch das war. Komm auch schnell. Wie viele Speere habe ich denn jetzt gekillt? Ich hab doch eh kaum getroffen. So. Was zum Trinken? Nee. Zum Trinken will ich jetzt nicht. Ich will das Zeug da ernten. Ah, da hier. Da hinten sehe ich doch was. Ja, Mann. Genau. Schmeiß den Speer da ins Wasser. Kein Platz mehr. Was können wir verzichten? Da können wir auf 1 verzichten, auf 2 können wir da verzichten. Und da. Oh, Leute, mehr fliegen. Und den will ich gleich ein paar mitnehmen. Ja, nichtsdestotrotz, Leute, muss ich jetzt irgendwo mein Lager bauen, dass ich abspeichern kann. Sonst fangen wir beim nächsten Mal wieder von null an. Wo könnte man das einrichten? Auf jeden Fall irgendwo eine Stelle, wo es genug Bambus gibt. Lecker. Da rennt doch einer, oder?
Oh, ich muss aufpassen, das ist ein Runterfall. Das war ja jetzt nice. Das war ja jetzt nice. Da hat sich ja auch sauber platziert an der Kollege. Nee. Okay. So, auf jeden Fall in einem Gebiet, wo es Bäume hat und so, dass man nicht. Ja, also sind wir hier schon mal falsch, weil da sind wir nämlich am Meer. Nee, gar nicht am Meer. Am Fluss. Also Vogel einzuzeigen haben wir auch noch nicht gefunden, gell? Komm, ich frisst uns jetzt kein Alien aus dem Wasser. Oh, sehr schön. Also hier hat es schon mal Bambus und Kaktee. Aber ich will da nicht im Reich der Kaktee, will ich nicht bauen. Ich brauche ein gemütliches Plätzle. Ein gemütliches Plätzle. Wo er so ein bisschen geschützt ist. Und eventuell am Wasser, obwohl jetzt ist er mit dem Wasser nämlich ganz so wild. Ich höre wieder was laufen. Lass mich bitte. Wow. What the hell, was ist das für eine mega Schlucht? Ach, das ist wieder so. Knochenplatte. Ich fall da jetzt noch zwischen ein, gleich. Weiß es eh. Oh oh. Ich will jetzt nicht mit dir feilen, Digga. Was ist das? Ah, das wächst da drin. Oh. Was sag er sie, ja? Ah nein, da war ich noch nicht. Da gibt es wieder Gesundheitsblume zum Abstauben. Nice. Nice. Und der Typ ist ja immer noch in uns. Nein. Also wie sieht's hier aus? Ne, es ist nur zu kleines Waldgebiet. Also ich will... auf jeden Fall wieder so wie beim letzten Lager, dass man echt ein paar Bambusstellen nebeneinander hin. Und vielleicht auch in der Nähe vom Wasser. Lauf! What the fuck? Nein! Ich bin wieder in dem Höhlensystem jetzt, oder? Oh Gott, da vorne steht der nächste. Nee. Ich bin nicht im Höhlensystem. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ich bin jetzt genau da. Wo wir gerade vorhin schon waren, oder? Da rennt uns noch irgendwas, rennt uns noch hinterher. Dort, wo die Höhle war, war es glaube ich auch nicht schlecht. Aber finde ich das jetzt wieder? Ich glaube nicht. Ne, überall die scheiß Kaktee, da gibt es gar kein richtiger Wald. Ja, Alter. Übertreib's nicht. So, in dem Waldstück werden wir uns was basteln. Oder doch nicht. Sieht man Bambus gibt.
Ja, das ist echt ein bisschen fail, hey. Jetzt haben wir Handy der Bambus reduziert. Irgendwie gibt es viel weniger Wald, oder nicht? Oder mache ich das bloß? Ah, hier ist jetzt ein sauberes Waldstück. Hier gibt es gut viel Bar. Ja, nice, nice. Ich würde sagen, Leute, dort an der Felswand. Da kommt doch. Ich kann aber auch nichts dodgen. Ich bin gleich down. Nice. Game over. Okay. Ja, Leute. Aber auf jeden Fall geil. Die Updates. Wir haben jetzt auf jeden Fall was zu tun. Es wird spannend jetzt hier in dem Game. Wir haben Gegner. Sind jetzt auch das erste Mal verreckt. Ja, wir fangen beim nächsten Mal halt wieder bei Null an. Und diesmal werde ich mir vielleicht gleich, wenn es so langsam noch hell ist, einen gescheiten Platz suchen, wo wir bauen. Dann bauen wir uns erstmal eine Hütte. Eine ganz normale, damit wir wenigstens mal abspeichern können, eine kleine, und dann gehen wir auf die Pirsch. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.